Während die Stahlaktivisten beim Walk of Steel am Abend in Brüssel angekommen sind, ging es am Vormittag in Dillingen um dasselbe Thema: die Stahlindustrie im Umbruch. Die Stahlarbeiter erwarteten dort vor allem Zusagen von Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Sie fordern Geld für den Umbau der saarländischen Stahlindustrie. Die saarländischen Stahlarbeiter hofften heute in Dillingen vor allem auf eins: auf klare Worte von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Viel Konkretes hatte er aber nicht dabei. Ich habe Ihnen die klare Aussage der Bundesregierung überbracht, dass wir wollen, dass die Stahlindustrie leistungsfähig bleibt, dass sie eine Chance hat, nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Jahrzehnten. Bei der Podiumsdiskussion in der Dillinger Stadthalle machte der Vorstandsvorsitzende von Dillinger und Saarstahl, Tim Hartmann, dem Wirtschaftsminister deutlich, die Zeit drängt. Es gab noch keine konkreten Zusagen, aber es gibt in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahr die EU-Ratspräsidentschaft, die durch Deutschland wahrgenommen wird. Und da kann die Bund und da muss die Bundesregierung dann auch klare Rahmenbedingungen mitsorgen. Das will sie auch schon bald tun, denn mit den großen deutschen Stahlunternehmen soll jetzt ein Konzeptpapier ausgearbeitet werden, wie die Umstellung auf CO2-freie Stahlproduktion vor allem finanziell gestimmt werden kann. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Tagen oder Wochen ein solches Papier haben. Das muss dann allerdings auch vom Bundesfinanzminister abgesegnet werden. Ein zufriedenes Podium nach dem Ende der Veranstaltung. Bei den Stahlarbeitern dagegen Ernüchterung. Es gibt viele Möglichkeiten, was wir alles machen könnten. Leider habe ich auch heute nicht erkannt, was wir jetzt in Zukunft machen werden. Wir brauchen in der Stahlindustrie Entscheidungen und jetzt und nicht erst im halben Jahr oder in einem Jahr. Denn die Angst ist groß, dass weiterhin Arbeitsplätze in der saarländischen Stahlindustrie wegfallen könnten. Bundeswirtschaftsminister Altmaier kündigte zudem an, die EU-Wirtschaftsminister zum Thema Stahl zu einem Treffen ins Saarland einzuladen. Die Konferenz soll in der zweiten Jahreshälfte stattfinden.